Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Lukas, dem Internationalen Festival für junge Filmfans und zu unserer Podiumsdiskussion. Die hat das Thema LGBTQI-Filme, Queer Cinema. Und es ist so, dass Filme mit queeren Themen mittlerweile ein sehr großes Publikum ansprechen. Das haben wir zum Beispiel an den Erfolgen gesehen, die Filme wie Call Me By Your Name gefeiert haben oder auch Moonlight. Das sind Filme, die sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum auf ein sehr großes Interesse gestoßen sind. Und das, obwohl Queer Cinema eigentlich vor einigen Jahren noch als Nischenprodukt wahrgenommen wurde. Und es gibt natürlich heute auch immer noch viele Produktionen, die nur ein sehr kleines, man kann schon sagen, Expertenpublikum ansprechen, die zum Beispiel nur auf queeren Filmfestivals laufen oder auf kuratierten queeren Filmreihen. Und auch bei Lukas sind Filme mit queeren Inhalten regelmäßig im Programm vertreten, auch sehr erfolgreich. Zum Beispiel wurde im vergangenen Jahr der Film Giant Little Ones mit dem Jurypreis in der Kategorie 13 Plus ausgezeichnet. Und im Jahr davor wurde Rafiki als bester Langfilm in der Kategorie 16 Plus ausgezeichnet. Hier treffen die kuratierten Filme in der Regel auf ein nicht queeres Publikum und hier auch dezidiert auch auf ein sehr junges Publikum, auf Schulklassen vor allem. Und das ist in der Regel ein Publikum, das mit queeren Themen kaum oder gar keine Berührungspunkte hatte und möglicherweise auch noch sehr viele Vorurteile gegenüber queeren Inhalten. Das Wort schwul ist immer noch eines der beliebtesten Schimpfwörter auf Schulhofen, liest man regelmäßig. Und ich selbst habe auch schon einige Filmgespräche bei Lukas moderiert und habe dort selbst gemerkt, dass es teilweise sehr schwierig ist, zu den Schülerinnen und Schülern durchzudringen. Und genau darüber möchten wir heute sprechen, aber auch über das Spannungsfeld zwischen einem Mainstream-Publikum, aber eben auch einem queeren Fachpublikum und wie es möglich ist, sich neue Zuschauende mit queeren Filmen zu erschließen. Und dafür haben wir drei Gäste eingeladen, die ich vorstellen möchte. Zum einen haben wir unter uns Daniela Niklisch aus Berlin. Sie ist Lehrerin und Filmpädagogin und ist besonders auch in der Vermittlung von Filmpraxis aktiv. Dann Philipp Aubel. Philipp Aubel ist Projektleiter des Arbeitsbereichs Junge Filmszene im Bundesverband Jugend und Film. Außerdem ist er ehrenamtlicher Mitorganisator des Queer Film Fest Weiterstadt und war im vergangenen Jahr auch Jurymitglied bei Lukas. Und zuletzt haben wir noch bei uns Christian Weber, ist Mitarbeiter des Filmverleihs Edition Salzgeber. Und Salzgeber ist auch Verleih der beiden Filme Giant Little Ones und Rafiki, die in den vergangenen beiden Jahren bei Lukas gezeigt wurden. Also erst einmal herzlich willkommen zu unserem Panel und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich möchte mit einer Frage an Daniela einsteigen. Erstmal ganz allgemein, wie sind deine Erfahrungen mit queeren Filmen? Du arbeitest ja sehr viel mit Schülerinnen und Schülern. Wie ist es möglich, die Schulklassen mit solchen Filmen abzuholen? Gibt es vielleicht auch besondere Tricks, mit denen man arbeiten kann? Naja, also der Trick ist auf jeden Fall eine gute Beziehung zu den Schülern zu haben und auch offen zu sein und auch ein bisschen auszuhalten, dass sie vielleicht mal irritiert sind und dass sie natürlich manchmal, wenn sie Probleme haben, auch erstmal vielleicht auch verstört reagieren. Ja. Und ich habe zum Beispiel, letztes Jahr haben wir den Film Tomboy gesehen und da waren die Schüler während des Schauens schon irritiert. Sie mussten, dann haben wir auch mal so gesagt, oh, was soll denn das jetzt oder so. Und hinterher im Gespräch war das aber gar nicht mehr so. Also es ist immer auf jeden Fall gut, in ein Gespräch zu gehen, was auch noch nicht so ganz enge Aufgaben stellt, sondern erstmal so ein bisschen auch die Möglichkeit bietet, über den Film zu sprechen, über die Eindrücke zum Film. Und
Und dann ist auf jeden Fall ein Trick auch immer, sie also produktiv mit ihnen zu arbeiten. Also sei es, dass sie vielleicht irgendwie ein Filmplakat machen oder dass sie selber auch kleine Sequenzen drehen, die zum Beispiel was mit dem Film zu tun haben, dass sie eine Rolle einnehmen einer Figur und als diese in dieser Rolle agieren. Also da ist auf jeden Fall gut, auch da so eine so verschiedene Methoden auszuprobieren, um diesen Film im Nachhinein dann so noch mal ein bisschen auszuwerten, also sowohl analytisch als eben auch produktiv. Also ich habe festgestellt, dass so produktive Aufgaben immer ganz toll sind, um sich dem Thema auch noch mal zu nähern und das dann auch zu besprechen, damit man es, also wichtig ist, dass man es nicht so stehen lässt, den Film einfach nur gucken und dann geht es weiter, sondern auch da sie den Raum lässt, das ein bisschen zu besprechen. Und genau, in diesem Jahr haben wir den Film Kokon zum Beispiel gesehen. Der ist sehr gut bei den Schülern angekommen, aber auch da während des Screenings war schon so, dass sie dann ab und zu getuschelt haben und also man merkt, oder sie mussten ganz viel miteinander sprechen, ja. Aber hinterher, also wir hatten halt die Möglichkeit, die Regisseurin und die Hauptdarstellerin zu interviewen und das fanden sie so toll. Also das war auch, und dann, also sie haben hinterher gesagt, dass sie diesen Film ganz toll fanden und auch die Themen sie irgendwie berührt haben, ja. Und natürlich ist Cocon ein Film, der also es einem leicht macht, weil er verschiedene Themen berührt, ja, und man so verschiedene Anknüpfungspunkte hat. Aber ja, wichtig ist, glaube ich, immer auch selber vielleicht ohne Angst da reinzugehen, auch in so ein Screening und in so eine Besprechung dann oder ja, in so eine Arbeit dann mit den Schülern. Genau, und wichtig ist aber auch, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um die Schüler auch vielleicht kennenzulernen oder ein bisschen Nähe zu ihnen aufzubauen. So, das sind so meine Erfahrungen. Und Christian, Kokon ist ja auch bei Salzgeber im Verleih. Also gibt es vielleicht auch pädagogische Konzepte, die dazu entwickelt wurden? Ja, also wir sind schon immer sehr darauf aus, unsere Filme auch in die Schulklassen zu bringen, weil das eben Themen sind, die unserer Meinung nach da absolut hingehören und verhandelt werden müssen. Und gerade Kokoya, ein Film ist, der auch so eine Coming-of-Age-Geschichte aus einer Schule heraus erzählt, also ein 14-jähriges Mädchen, das ihre sexuelle Identität entdeckt, sich in ein älteres Mädchen verliebt. Das Ganze spielt hier am Kottbusser Tor, also bei uns um die Ecke, sehr multikultureller Kosmos und wirklich sehr divers auch. Also das ist alles, was Daniela gerade meinte, mit verschiedenen Themen werden angesprochen. Und natürlich muss so ein Film in die Schulen, unserer Meinung nach. Und wir machen dann auch in diesen Fällen medienpädagogisches Begleitmaterial. Das war bei Kokor wirklich auch sehr umfangreich. Das haben wir eben mit Daniela und noch einem anderen Kollegen, Martin Ganguly, einem Film- und Medienpädagogen, zusammen erstellt. Ein Filmheft. Wir haben aber auch mit Vision Kino zum Beispiel oder mit kinofenster.de Kooperation, Bundeszentrale für politische Bildung. Also es gibt ja so diverse Kooperationspartner, auch euch natürlich, Lukasfilm Festival. Engagiert euch ja auch sehr in der Richtung und wir versuchen da immer Partner zu finden und Fachleute und einfach nochmal filmvermittlungsmäßig Sachen an die Hand zu geben, damit die Filme noch besser bei dem Zielpublikum eigentlich landen kann, ja. Es gibt eine These von einem Filmwissenschaftler, Michael Bronski, der hat im Jahr 2000 mal einen Artikel geschrieben für das Magazin Cineast. Und dort äußert er die These, dass viele Klassiker, vor allem des Coming-out-Films, also einen Film, den ich jetzt nennen würde, wäre A Beautiful Thing, der heute auch immer noch sehr populär ist, dass die so ein bisschen mit einem pädagogischen Hintergedanken entstanden sind, nämlich einem jungen, queeren Publikum die Angst vor dem Coming-out zu nehmen, indem vielleicht der Coming-out-Prozess auch so ein bisschen idealisiert dargestellt wird. Und Daniela, in deiner Arbeit, wie ist das? Arbeitest du nur mit aktuellen Filmen oder gab es auch schon mal die Arbeit mit solchen älteren Filmen, die möglicherweise eigentlich an ein queeres Publikum gerichtet waren, die man aber auch durchaus für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern nehmen kann?
Nee, wir arbeiten auf jeden Fall gemischt, ja, mit älteren Filmen, eben Tomboy zum Beispiel. Das war ja auch dann, da hatten wir so eine Reihe gemacht zu Céline Sciamma und haben alle ihre Filme geschaut mit verschiedenen Gruppen und das dann auch wirklich auch mit nach einer anderen Schule zusammen. Und also sozusagen, wir arbeiten immer so in Projekten und je nachdem, was das Projekt für ein Thema hat oder so, ja. Manchmal machen wir auch so dann im Zusammenhang mit Theaterproduktion, dann gucken wir uns vielleicht Sachen an, die dann zu dem Thema passen. Also oft geben wir den Projekten so allgemeine, also Themen, zu denen dann was entsteht, ja. Und also das machen wir auf jeden Fall auch. Und wir haben als Schule, also das Thema ist für uns als Schule auch ganz wichtig, weil wir eben sowieso sehr divers sind, auch im Multikulti, ja, und deswegen werden wir auch jetzt so einen Antrag stellen, man kann auch so Diversitätsschule werden, also dass man sich dem Thema sexuelle Vielfalt auch widmet. Und da laden wir immer auch eben sowieso schon zu unseren, wir haben so Projekttage Schule ohne Rassismus, da auch immer ganz viel Referenten ein, die zu diesem Thema sprechen, ja, die dann auch, wo wir auch einen Rap-Song mal machen oder eben kleine Filme produzieren. Und da gucken wir dann manchmal auch Filme natürlich, die älter sind. Aber wir gehen eben auch, wenn es möglich ist, oft auch auf Filmfestivals, wo dann aktuelle Filme laufen. Das machen wir auch. Also wir mixen das so ein bisschen. Ja, so. Vor allen Dingen ist mir wichtig, dass man eben immer Filme guckt, auch die sie nicht zu Hause gucken würden, ja, dass ich muss mit ihnen nicht so Blockbuster gucken, ja, sondern das können sie dann eben auch selber machen, sondern wir versuchen sie auch heranzuführen an Filme, die ihnen sonst fremd sind und die sie vielleicht sonst nie sehen würden, ja, das ist so ein ganz wichtiges Anliegen, was wir haben. Und du hast ja jetzt schon gesagt, bei euch in der Schule ist das Interesse besonders groß, aber wie ist es denn so generell in Lehrplänen? Wie stark ist das Thema nicht nur Queer Cinema, sondern einfach allgemein, wie stark sind queere Themen in den Lehrplänen heute vertreten? Naja, da leider sind die nicht so gut vertreten. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon immer ganz viel zu Cocon gesprochen und dieses Arbeitsmaterial empfohlen. Da gibt es jetzt so viel Material, was eben Christian gesagt hat, dass jetzt die Bundeszentrale für politische Bildung auch noch was gemacht hat. Bei Wie so ein Kino ist auch noch ein kleiner Beitrag. Also es gibt so ein Potpourri, was, glaube ich, immer für die Lehrkräfte ganz gut ist, dass sie so auswählen können, weil jede Lehrkraft hat auch ihre eigenen Vorlieben oder so. Und dann können sie sich was aussuchen und dann finden sie bestimmt was, womit sie, also mit welcher Methode sie dann über diesen Film sprechen oder den Film behandeln. Das ist, glaube ich, toll, ja. Es geht schon oft in diesen Lehrplänen darum, dass das Thema Identität behandelt wird, aber sexuelle Identität ist jetzt nicht vorrangig irgendwie Thema, ja. Da kommt es, glaube ich, immer sehr auf die Vorlieben der einzelnen Lehrkraft an. Es gibt jetzt noch mal, glaube ich, auch so ein Screening, so ein I'm Not Your Negro. Also da geht es zwar um diese Black Lives Matter-Thematik, aber das ist ja eben auch ein Film, der diese queere Thematik anspricht. Und da wollen wir auch mitmachen. Da gibt es ja so einen zentralen Termin, wo alle den Film gucken sollen und so. Das finde ich zum Beispiel auch was, ja, dass man es versucht, auch in diesen politischen Zusammenhang zu stellen oder so. Ja, ansonsten ist natürlich der Deutschunterricht noch mal so ein Thema, aber Politik, Ethik ist auf jeden Fall noch mal so ein Fach, wo man da auch reingehen kann, ja. Das heißt, man muss als Lehrkraft einfach die Lehrpläne so für sich neu schauen, welche Inhalte man idealerweise vermitteln möchte. Ja, genau. Philipp, ich habe ja in der Einführung schon davon gesprochen, dass Filme wie Call Me by Your Name oder Moonlight wirklich bei einem sehr großen Mainstream-Publikum auf Interesse stoßen. Wie ist das bei so einem Expertenpublikum, das jetzt zum Beispiel in Weiterstadt auf dem Queer Film Festival vertreten ist. Wie werden solche Filme dort aufgenommen und hat man vielleicht in einem queeren Publikum ganz andere Ansprüche an Filme mit queeren Inhalten? Das ist ganz spannend. Also natürlich irgendwie Call Me by Your Name und solche Filme, die kommen natürlich bei uns im Publikum auch sehr gut an. Ne? Das ist ein klassische Hollywood-Filme, die sehen gut aus, die wirken toll auf der Leinwand, irgendwie schön erzählt. Sowas guckt man sich natürlich auch als queerer Mensch gerne an. Auch manchmal denkt man so Coming-out-Geschichten, warum
tauchen die alle paar Jahre wieder auf oder jedes Jahr mindestens ein. Ich finde es irgendwie legitim und spannend, wie jede Generation so ein Coming-out anders erzählt. Auf der anderen Seite, wo wir quasi, sind da schon so ein bisschen so ein Filter, wir achten so auch ein bisschen, dass sie künstlerisch wertvoll sind und nicht irgendwie so ganz so mainstreamig sind. Und es ist halt auch schwierig, wenn die manchmal so edukativ sind, so nach dem Motto, jetzt erzählen wir euch, was es heißt, queer zu sein. Ich glaube, das hat man auch gerade bei Filmen so mit Transidentitäten, dass sie manchmal so einen Anspruch haben, zu sagen, so, wie fühlt man sich als trans? Und dann wirken die sehr plakativ. Und das für so ein Insider-Publikum kann man sich immer auch mal anschauen, aber ist jetzt irgendwie gerade nicht, was wir dann irgendwie gleich präsentieren würden als erste Wahl. Ja, du hast ja die Coming-out-Filme gerade nochmal angesprochen. Wie ist das? Ist das Thema also ist wirklich wie so in so Phasen auftretend oder hat man wirklich so konstant viele Coming-out-Filme? Oder hat man mittlerweile auch eher vor allem Filme, die an ein junges Publikum gerichtet sind, da vielleicht auch Verschiebungen zu anderen Themen, also dass das Coming Out nicht mehr so das zentrale Thema ist bei Filmen, die an ein junges, queeres Publikum gerichtet sind? Daher, dass wir eine sehr bunt gemischte oder ein breites Publikum haben, versuchen wir aus Festivalperspektive, denen natürlich auch ein spannendes Angebot zu schaffen in unserer Filmauswahl. Ob es da Trends oder Wellen gibt, würde ich jetzt irgendwie nicht sagen. Ich habe so den Eindruck, dass gerade ganz, vielleicht auch noch eher so im Kurzfilmprogramm, dass zum Beispiel mit Geschichten rund um junge Transmenschen sich irgendwie gerade verstärkt irgendwie gefilmt werden und irgendwie veröffentlicht werden. Das kann man gerade schon so beobachte ich so ein bisschen nicht. Aber sonst irgendwie ist es so ein ganz klassischer, kommt immer wieder auf den Markt. Da kann vielleicht auch der Kollege irgendwie von Salzgeber auch noch ergänzen, wenn er möchte, ob aus seiner Sicht da irgendwelche Trends oder Wellen gibt. Genau. Ja, also die Coming-of-Age-Filme gibt es natürlich immer. Das ist ein Klassiker. Ich führe das auch immer ein bisschen darauf zurück, dass das natürlich ein beliebtes Debüt-Film-Thema ist. Also weil das vielleicht auch vom Alter her noch ziemlich dicht an den Regisseuren und Regisseuren dran ist für den ersten oder den zweiten Film. Aber ich meine, wenn ein Coming-of-Age-Film gut gemacht ist, wenn er irgendwie eine Perspektive hat oder einen Dreh oder in einem Milieu spielt oder nochmal eine Figurenperspektive reinnimmt, die ich so noch nicht gesehen habe, dann gucke ich mir die auch immer sehr gerne an. Also ich würde sagen, Kukor ist ein tolles Beispiel, der einfach seine Coming-of-Age-Geschichte, seine junge Liebesgeschichte in einem sehr speziellen, diversen Milieu erzählt. Wir haben jetzt mit Futur 3, das ist der diesjährige Teddy-Gewinner, der Ende des Monats im Kino startet. So ein anderes Beispiel, da hat man eine postmigrantische Perspektive, also da geht es um einen jungen Typen, 17, 16, 17 ist die Hauptfigur und der wächst in Hildesheim auf und seine Eltern kommen aus dem Iran. Er ist eben Migrant zweiter Generation in Deutschland und macht Sozialstunde in einem Geflüchtetenheim und verliebt sich in einen von den Heimbewohnern. Und ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die natürlich ganz viel von diesen Genre-Elementen auch beinhaltet, aber eine vollkommen neue Perspektive eigentlich aufzeigt und auch fürs deutsche Kino wirklich sehr besonders ist. Und da wird es, glaube ich, spannend, sowohl für uns als Verleih, als auch, ich denke, für Philipp und für euch bei Lukas auch als Festival, Filme zu haben, die zwar vielleicht mit bekannten Mustern arbeiten, aber doch noch neue Elemente und neue Perspektiven aufwerfen und vielleicht auch Außenseiterperspektiven beinhalten, die man im Hollywood-Mainstream-Kino eben so selten hat. Also das würde ich vielleicht auch ganz gerne noch sagen, weil das vorhin erwähnt wurde, ja, das ist natürlich richtig, dass man jetzt im Vergleich zu von vor 10 Jahren wirklich pro Jahr ein, zwei auch große queere Filme aus Hollywood hat. Aber so richtig vergleichen, finde ich, kann man das eigentlich mit dem, was man
so als Festival und auch mit dem, was wir bei Salzgeber versuchen zu machen, kann man das nicht, weil das sind eigentlich immer so natürlich Star-Produktionen. Moonlight ist vielleicht so ein bisschen die Ausnahme, aber Call Me By Your Name hatte natürlich eine irrsinnige Werbekampagne von dem Weltverleih sozusagen bekommen und ist in diese Award-Season gerutscht. Der Film wurde ja dann auch sehr lange zurückgehalten, hat dann diese ganzen Oscars und so weiter gekriegt und das ist ja ein PR-Volumen, was da aufgebaut wird, was man also normalerweise mit queerem Kino nicht leisten kann. Das geht einfach nicht. Und man hat hier natürlich auch nicht so wirklich die Außenseiterperspektive. Und vielleicht ist Call Me By Your Name auch nicht ganz so nah dran an der Lebensrealität von queeren Leuten in Deutschland. Also man hat da natürlich auch so dieses Italien-Element und 80er Jahre, also geht in die Vergangenheit, aber mit so einem Film wie Futur 3 oder Kukor, finde ich, ist das dann eigentlich gar nicht mehr so richtig zu vergleichen, weil das halt Filme sind, die in Deutschland spielen, die auch die queere Lebensrealität hier abbilden und das sind dann eben auch Filme, die sich so ein bisschen, wo es ein bisschen schwieriger ist, diese große Aufmerksamkeit zu erzeugen, wo man dann eben mit Festivals arbeitet und wir als Verleih eben gefragt sind, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist ganz spannend, wenn ich interne ausplaudern darf. Wir haben eine Jugendgruppe bei uns im Kino, was das Queerfilmfestival veranstaltet. Und mit denen machen wir dann so quasi intern immer eine kleine Kooperation. Und die haben sich zum Beispiel für Cocon entschieden und gegen Futur 3. Ja? Also haben wir gesagt, so hier könnt ihr irgendwie auswählen, was eine Handvoll Filmen. Schaut mal, was es euch zusagt. Und ja, die haben für sich Kukuren entschieden. Fand mir auch spannend, ja. Wie sie quasi so unsere Jugendlichen im Kino reagieren. Und Christian, wie meistert ihr denn als Verleih diese Gratwanderung, die ich ja schon angesprochen habe, dass man einerseits eben versucht, wirklich diese queere Zielgruppe anzusprechen, aber auch sich ein neues Publikum zu erschließen? Wie gestaltet ihr euer Programm im Verleih? Ja, also wenn ich ehrlich bin, wir haben natürlich schon unser Publikum immer im Hinterkopf. Bei einem Film wie Cocotte zum Beispiel ist uns dann auch relativ schnell klar, dass das ein Film für die Schulen ist. Bei Giant Little Ones war uns das auch klar. Den haben wir übrigens zwar nicht mehr im Programm, wie du vorhin gesagt hast, aber wir haben ihn damals fürs Kino gemacht und für Festivals. Und auch bei Rafiki zum Beispiel, wo es auch sehr viel Schulmaterial gab. Also man sieht dann eigentlich schon den Film immer relativ schnell an, wo sie eigentlich hingehören und wo die Zielgruppe eigentlich ist. Und eigentlich ist für uns immer wichtig, ob wir uns in den verlieben können, also ob der was in uns auslöst. Das wird dann manchmal auch kontrovers diskutiert, aber es muss eigentlich immer einen im Betrieb geben, der wirklich für den Film brennt und der sich für den Film einsetzt. Und dann ist eigentlich dieser Gedanke an die Zielgruppe immer so ein bisschen, also klar, erstmal da, wir sind ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, aber wir versuchen schon, die Filme zu machen, die wir auch wirklich, oder die zumindest eine Person auch mit so einer Liebeserklärung verbinden kann und begründen kann. Und dann versuchen wir, wenn wir uns aus diesen Gründen eben für den Film entschieden haben, das Beste aus der Zielgruppensituation zu machen. Und das ist dann mal ein Film wie Als wir tanzten zum Beispiel, den wir richtig groß aufgezogen haben, ein Liebes- und Tanzfilm aus Georgien, wo wir auch eine Synchronfassung gemacht haben, wo wir auch wirklich Anzeigen geschaltet haben, große Kampagne gemacht haben, also wirklich sehr viel dafür gemacht haben. Oder es ist ein Film wie Cocor, wo wir dann eben sehr viel medienpädagogisches Material anbieten. Also es ist immer ein bisschen individuell. Und die Idee ist natürlich immer, das möglichst, den Film möglichst optimal an das Publikum zu vermitteln, ja. Aber als Gratwanderung würde ich das eigentlich gar nicht bezeichnen, weil in dem Moment, in dem man den Film toll findet, ist eigentlich relativ klar, was für ihn zu machen ist. Daran kann ich vielleicht auch einfach anknüpfen zum Thema Filmbegeisterung. Wenn man natürlich, sehen wir auch bei uns im Festival, wenn man einen Film hat und für den brennt und begeistert ist, dann möchte man dem natürlich auch sein Publikum ans Herzen legen. Und wenn man dann auch noch irgendwie den Fokus auf junge Menschen hat, dann guckt man natürlich auch ein bisschen dran, ob der irgendwie auch für junge Menschen begeistert ist, begeistern kann. Und das sehe ich auch bei uns so beim BJF, was wir im Verleih haben. Und das sind so Filme wie Rafiki, ja wunderbar, ja.
Das ist irgendwie ganz spannend. Oder so eine ältere Produktion irgendwie von Axel Ranisch, Ich fühle mich Disco. Ja, einfach irgendwie, da merkt man, das sind Filme mit Herzblut und damit kann man auch junge Leute begeistern, auch wenn sie erstmal mit dem Film erstmal ein bisschen fremdeln würden. Aber was ich noch hinzufügen kann bei Call Me By Your Name, Christian, weil du meintest, weil er auch in einer anderen Zeit spielt, und bei dem Film ist es natürlich auch nochmal besonders, der spielt ja wie in so einem Mikrokosmos, weil es ja so eine intellektuellen Familie eigentlich ist und wo man natürlich so Probleme hat wie, also ich habe meine Masterarbeit jetzt gerade geschrieben über Dramaturgie von Coming-out-Prozessen im Film und da hat man natürlich ganz oft das Problem, dass man so antagonistische Kräfte hat und das können natürlich auch die Eltern sein, die total homophob sind und bei Call Me By Your Name hat man das ja eigentlich kaum. Also da sind die Eltern ja wirklich total liberal und also selbst, dass der Film ja eigentlich vor dem Hintergrund der AIDS-Krise spielt, wird ja eigentlich kaum thematisiert. Ich liebe den Film und wir können uns wahrscheinlich auch ewig jetzt über den Film unterhalten und es ist wirklich super interessant, was der macht und vor allem, was er nicht macht im Vergleich zu anderen Coming-of-Age-Filmen. In gewisser Weise ist er nicht sehr, also problematisiert er bestimmte Sachen nicht oder es gibt Konflikte, die es in anderen Coming-of-Age-Filmen gibt es in diesem Film eben nicht und was ich eben, also weil wir ja über, das war ja vorhin auch so ein bisschen deine Frage, dieses Heteropublikum, also das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob der Filmemacher Luca Giordanino da drauf geschielt hat oder so, das ist ja auch eine müßige Frage, ist ja letzten Endes auch egal, aber das ist ja de facto auch wirklich ein Film, der in der Rezeption extrem viel Heteropublikum angesprochen hat und da kann man ja mal fragen, woran liegt das? Also liegt das jetzt an dieser berührenden schwulen Liebesgeschichte und schwulen Coming-of-Age-Geschichte, die uns alles so gekriegt hat oder liegt das vielleicht an diesem Italien und Sommerurlaub und oder liegt es an den gut aussehenden jungen Hauptdarstellern? Also das ist letzten Endes eine müßige Frage, aber der Film hat auf jeden Fall ein großes breites Publikum erwischt und also aus Verleihperspektive kann ich nur sagen, das ist natürlich auch dieser großen PR-Maschine anzurechnen, die da wirklich voll auf Hochtouren eigentlich ein Jahr gelaufen ist und was man eigentlich so als kleiner Independent-Verleih gar nicht leisten kann, das geht gar nicht. Das sind völlig andere Beträge, die da im Spiel sind, was da an Marketing ausgegeben wird und Oscar-Verleihung und so weiter. Das ist einfach. Und es sind aber auch immer nur einmalige Geschichten. Also sowas wie Call Me By Your Name gibt es halt einmal pro Jahr, Moonlight. Ja, also man kann jetzt auch gucken, es sind vielleicht so in den letzten 10 Jahren 5, 6 Filme und es ist toll, dass es die gibt. Aber ja, also das, was wir hier, glaube ich, alle machen und die Filme, für die wir arbeiten, sind ein bisschen auf einem anderen Level, glaube ich. Wer hat da den deutschen Vertrieb gemacht bei Call Me By Your Name? Sony war das, glaube ich. Also das hat alles Sony gemacht. Also wirklich gesteuert vom von Amerika aus. Und der hatte ja schon im Panorama, nee, ich glaube, der hatte sogar in Sundance schon Premiere, Anfang des einen Jahres. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was es war, 2017. Dann lief er ja schon im Panorama und wurde dann eigentlich ein ganzes Jahr lang zurückgehalten, um dann halt diese Oscar- oder diese Award-Season noch voll mitzumachen und ist dann erst im Frühjahr, also im März des darauffolgenden Jahres, nachdem ihn viele eigentlich ein Jahr zuvor schon gesehen hatten, ist er dann ja erst gestartet. Und das haben die halt auch gebraucht, diesen großen Anlauf für die Marketingmaschine. Aber ja, ich will das gar nicht verurteilen. Das ist einfach, es ist die Geschichte des Films und das hat ja super funktioniert und ich freue mich, dass der so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, aber es ist schon eher so eine Ausnahme. Florian, vielleicht schweifen wir ein bisschen ab, aber eine kleine Frage dazu. Ich hatte auch eher den Eindruck, dass was wir jetzt vorhin schon eben angesprochen hatten, dass quasi das Coming Out gar nicht mehr so problematisiert ist oder so, sondern das Supertrauma ist, sondern dass es eigentlich eher so ein Teil der Geschichte ist oder ein Aspekt ist, was man irgendwie gerade bei Futur 3 ja auch so schön sieht. Wo das einfach passiert oder einen anderen Salzgeberfilm, der Minyan, wo das ja auch ganz irgendwie quasi erstmal gar kein Problem ist. Ich weiß nicht, konntest du das auch so beobachten? Es gibt ja so super Tremor-Filme wie irgendwie Where's Your Bobby oder sowas, ja, mit viel Heul und so. Ja. Also es hat mir die Filmauswahl auch so ein bisschen, weil ich wollte tatsächlich nur Filme aus den letzten 10 Jahren, also um den Zeitraum so ein bisschen klein zu halten, auswählen. Das hat mir die Filmauswahl auch nicht ganz so einfach gemacht, weil
es dann eben einige Filme gibt, wo das vielleicht nur so ein kleiner Teil der Handlung ist. Und oder eben, dass es Filme gibt, die vielleicht so ein bisschen als Coming-out-Filme wahrgenommen werden, aber wo eigentlich was anderes der Schwerpunkt der Geschichte ist. Also Moonlight zum Beispiel, da ist das Coming-out ja nur ein kleiner Teil der Handlung. Der Film ist ja eigentlich mehr oder weniger so eine Art Milieustudie, kann man ja sagen. Und ich habe das Gefühl, es gibt schon einige Filme, die das noch problematisieren, aber da spielt das Coming-out dann auch in einem anderen Umfeld als zum Beispiel Mario. Da hat man dann eben ein sehr homophobes Umfeld oder freier Fall, ist ja genauso bei der Polizei. Oder es gibt auch Filme, in denen das Coming-out letzten Endes fast so ein bisschen abgebrochen wird. Also ein Film, den ich ziemlich gut finde, Beach Rats. Da läuft der neue Film der Regisseurin ja auch hier im Programm. Mhm. Da schafft es der Protagonist ja letzten Endes nicht, sich zu outen. Und vielleicht auch, weil er sich in einem so hypermaskulinen Umfeld bewegt, aus dem er gar nicht wirklich ausbrechen kann. Und also der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist eigentlich der, dass so Filme in den 90ern da noch viel formelhafter waren, auch wie dieser Michael Bronski es beschrieben hat, und dass man vielleicht so ein bisschen was davon übernommen hat, heute immer noch, aber dass für dieses ganze Erzählschema auch viel freier wird mittlerweile. Also dass so bestimmte Versatzstücke heute noch auftauchen. Ja, das sieht man ja auch, also zum Beispiel, und um das Beispiel Cocon nochmal zu nehmen, also dass es eben auch nicht mehr das einzige Thema ist, dass sozusagen die Coming-out-Geschichte, sondern dass sie ein Teil von vielem ist, was ja auch mehr der Realität entspricht. Ja, es ist ja nicht so, dass man sich die ganze Zeit nur um das Coming-out kümmert, sondern da gibt es ja noch andere Probleme. Und auch das ist auch das Schöne an Cocon, dass das Ende so irgendwie auch nicht so ganz klassisch ist, ja, trotzdem positiv endet, aber nicht so ein stereotypes Ende hat, ja. Und das glaube ich, dass das auch zunimmt, dass die Filme heutzutage so viel differenzierter irgendwie Milieus darstellen und Lösungen oder so. Und es muss nicht so schematisch sein oder so. Ja, trotzdem gibt es natürlich ganz viele Filme von früher, die man auch immer noch toll findet, ja, wie Mein wunderbarer Waschsalon oder sowas, ja, was auch Klassiker sind. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Filme heute irgendwie also die Problematik viel differenzierter darstellen, ja, und nicht so schablonenhaft irgendwie arbeiten. Also wir im Internen arbeiten wir auch mit diesem Begriff Coming-out-Film gar nicht mehr. Also wir schreiben das wohl vielleicht nochmal zu Beautiful Thing, weil der wirklich ja auch also da noch zuzuordnen ist. Aber ansonsten spreche ich eigentlich, also wir machen ja auch zum Beispiel die Sissi als Online-Magazin für nicht-heterosexuellen Film. Und da haben wir natürlich ganz oft Filme, die wir dann aber eben als queere Coming-of-Age-Filme zum Beispiel beschreiben, oder Call Me By Name haben wir als ein bisschen poetischer als Erweckungsfilm beschrieben, weil es geht ja in den Filmen, also bei Call Me By Name zum Beispiel, wirklich um eine ganz umfängliche Erweckung, nicht nur eine sexuelle, sondern also das Erwachsenwerden, und also da ist halt die sexuelle Komponente oder Identität ein Moment, aber eben nicht alles, und Coming Out ist schon so ein bisschen einschränkend und auch so ein bisschen tatsächlich 80er oder bis Mitte der 90er Jahre, aber also so würde ich das verwenden. Ich habe es auch vermieden, den Begriff Coming-out-Filme zu verwenden in meiner Masterarbeit, weil ich die Filme jetzt nicht als solches klassifizieren wollte, sondern ich habe Filme mit Coming-out-Thematik oder so geschrieben. Mhm. Also das Coming-out zwar im Film thematisiert wird, aber es muss ja nicht grundsätzlich das alles bestimmende Thema sein. Ich habe auch lange überlegt, ob ich Call Me By Your Name überhaupt nehmen soll, gerade deshalb, weil man nicht wirklich weiß, ist das jetzt das Thema des Films? Ist es ja eigentlich nicht, sondern es spielt sich halt ab im Film, aber es ist jetzt nicht das zentrale oder muss nicht unbedingt das zentrale Handlungselement sein. Als Filmverleih standet ihr jetzt im letzten halben Jahr auch vor derselben Situation wie viele Filmfestivals, dass es gar nicht mehr möglich war, Filme im Kino zu zeigen. Also Lukas geht jetzt den Hybridweg, dass einige Filme im Kino gezeigt werden, andere Filme aber auch online.
Und was habt ihr aus dieser Situation gemacht? Ja, hoffentlich das Beste. Wir haben zunächst mal, also tatsächlich mussten natürlich auch wir unsere ganzen Kinostarts, die wir für den Frühjahr geplant haben, verschoben werden. Also sowas wie Cocoon oder auch Als wir tanzen oder Foto 3, die hätten eigentlich alle schon im März, April, Mai starten sollen. Das haben wir jetzt eben einfach alles 3-4 Monate nach hinten geschoben. Wir haben dann unmittelbar im Frühjahr, also auch schon während des Lockdowns, angefangen, unser Video-on-Demand-Angebot ein bisschen aufzupolieren und haben unseren Vimeo-Kanal, wo man eben unsere Filme auf also on-demand leihen oder auch kaufen kann, umbenannt in Salzgeber Club, haben da wirklich auch neue Filme reingestellt, haben uns dann überlegt, einmal pro Woche einen neuen Film online zu präsentieren als Premiere. Das war zunächst sogar ein Film, der ursprünglich im Kino hätte laufen sollen, Kopfplatzen. Und haben dann eben kontinuierlich einmal pro Woche einen Film da präsentiert und haben damit auch ganz gut Presse bekommen. Und weil das auch ein Zeitpunkt war, wo eben die ganzen Feuilletons nicht über die Kinostarts schreiben konnten, weil natürlich keine Kinostarts da waren. Auf einmal haben sie sich für Video-on-Demand-Premieren und DVD-Premieren interessiert. So, also das war die eine Aktion, die wir gemacht haben. Und das zweite war, dass wir uns dann auch tatsächlich jetzt auf unser Queer-Film-Festival konzentriert haben, was vorvergangenes Wochenende stattgefunden hat. Und das war eigentlich auch eine ganz schöne Erfahrung. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht in 3 Städten, damals letzte Augustwochenende. Und diesmal waren die Kinos oder waren noch mehr Kinos begeistert von unserer Idee und unserem Konzept. Und wir haben es diesmal in 11 Städten und in 15 Kinos machen können. Und da haben wir eigentlich auch, ähnlich wie ihr oder ja gut, ein bisschen anders als ihr, aber wir haben auch eine Hybridlösung gemacht. Wir haben zwar den Großteil unseres queeren Filmhauptprogramms in den Kinos gezeigt, 12 von 18 Filmen, haben aber 6 von den 18 Filmen online angeboten und haben zusätzlich noch eine 12 Filme umfassende Retrospektive auch online gemacht zum Thema New York, New York. Und zusätzlich dazu auch noch auf unserer Homepage ein kleines Bonusrubrik gemacht. Die haben wir Wolke genannt. Da haben wir also Interviews und auch so eine Panel-Diskussion, wie wir sie hier machen. Das haben wir auch produziert in 2 Fällen und kleine Videobotschaften eingesammelt. Also diese ganzen Sachen, die man eigentlich normalerweise vor Ort macht bei einem Festival, in der Präsentation dem Publikum gegenüber. Das konnten wir natürlich alles jetzt nicht machen. Und das haben wir dann eben online verlagert. Aber das Kernstück des Festivals, würde ich das zumindest mal bezeichnen, das haben wir tatsächlich in Kinos gemacht und 12 Filme in deutschen oder teilweise in Stadtpremieren oder teilweise deutschen Premieren in 11 Städten gezeigt. So, und das hat uns eigentlich den Sommer über gut beschäftigt. Und auch Foto 3 zum Beispiel hatte da jetzt Stadtpremiere in den ganzen Städten von Berlin abgesehen, weil er schon auf der Berlinale lief. Aber das war jetzt eigentlich auch eine schöne Maßnahme, um die Kinos zu unterstützen, weil die sich natürlich auch gefreut haben, dass wieder Festivals gemacht werden und sie Premieren und Events machen könnten. Also das wurde sehr gut angenommen, auch vom Publikum. Und aber natürlich auch wir haben uns da von der Struktur und vom Konzept her anpassen müssen und konnten das nicht so machen wie letztes Jahr. Und es ist vielleicht für euch auch eine Perspektive, auch in Zukunft auf digitale Inhalte zu setzen, also vielleicht auch, um ein größeres Publikum zu erreichen? Also das Digitale ist ja bei uns immer ein Element der Auswertung des Films, wenn man so möchte. Also das soll aber nicht heißen oder das soll absolut nicht heißen, dass wir das Kinoelement wegdenken. Ganz im Gegenteil. Also das ist und bleibt für uns das Wichtigste. Die Kinoleinwand ist für uns das Nonplusultra und das, wo auch die Filme unserer Meinung nach hingehören. Das funktioniert leider nicht bei jedem Film, weil einfach nicht genug Startplätze da sind, aber bei den Filmen, die wir besonders lieben, sind wir immer total dahinterher, dass die auf die Leinwand und auch auf die Festivals kommen. Und im zweiten und dritten Schritt ist dann normalerweise DVD, Video on Demand oder manchmal jetzt sogar zuerst Video on Demand und dann DVD. Also das ist jetzt tatsächlich eine Entwicklung, dass wir gesagt haben, bevor wir Filme auf DVD rausbringen, machen wir jetzt 4 Wochen vorher eine Video on Demand Premiere. Das ist so eine Corona-Entwicklung, wenn man so möchte. Und und dann geht es natürlich in der Auswertung sozusagen, also wir sprechen vor allem von Auswertung, geht es natürlich auch immer Fernsehausstrahlung noch, das ist natürlich auch super, das ist dann eigentlich mal der letzte Schritt.
Nein, also dass wir jetzt im Prinzip nur noch Video on Demand machen würden, das ist völlig abwegig und das würde auch den Film nicht gerecht werden. Und wir müssen und wollen unbedingt weiter Kino machen. Generell sind digitale Formate natürlich eine sehr große Konkurrenz für das Kino und vor allem ein junges Publikum konsumiert viel über YouTube zum Beispiel. Und das ist natürlich auch eine Plattform, um queere Inhalte zu vermitteln. Es gibt mittlerweile das sehr populäre Format von Coming-out-Videos, wo junge Menschen von ihren eigenen Erfahrungen berichten können und man dann auch in einen interaktiven Dialog treten kann. Aber wir sind natürlich ein Filmfestival und deswegen interessiert uns jetzt noch, was kann Film, was andere Medien möglicherweise nicht können? Also was ist die große Stärke des Kinos, um gerade solche queeren Themen zu vermitteln? Das ist eine Frage, die ich an alle geben würde. Soll ich anfangen? ich glaube, es ist natürlich auch, um jetzt das Loblied auf die Kinoleinwand und Kino als Ort der Begegnung natürlich, das ist im Moment so ein bisschen eingeschränkt, aber natürlich ist, wenn man zu Hause vor seinem Schirm sitzt und oder noch schlimmer auf dem iPhone-Monitor irgendwie sich das anguckt, hat man das Gemeinschaftsgefühl nicht, das Community-Gefühl nicht, das ist natürlich auch die Stärke, vor allem von Festivals, aber nicht nur von Festivals, sondern auch, wenn man ins Kino geht am Wochenende und einen Film wie Call Me By Your Name eben nicht alleine guckt, sondern irgendwie mit einem Saal von 200, 300 Leuten oder im Freiluftkino oder was auch immer. Und das sind eigentlich die Momente, die nur Kino kann. Und dann natürlich auch dieser Raum, dieser dunkle Raum, dass man eben nicht schnell weggucken kann, dass man auch wirklich einfach mal diesen Film anguckt und nicht ständig irgendwie was anderes macht. Das sind ja alles die Gefahren, die man hat, wenn man irgendwie auf YouTube oder auf anderen Schirmen das rezipiert. Und ja, und das ist natürlich große Gefühle, bei Coming-of-Age-Filmen, bei Liebesfilmen, bei queeren Filmen müssen auch auf die große Leinwand. Und das ist Kino- und Festivalsache. Daniela, du hattest ja auch bereits schon von deinen Festival-Erfahrungen erzählt mit deinen Schulklassen. Vielleicht möchtest du weitermachen. Ja, der Film ist natürlich auch so toll, weil er die Jugendlichen so anspricht, weil er irgendwie durch diese Bilder und die Kombination von Bild und Ton und Musik und also Gefühle transportiert oder hervorrufen kann, die ein Gemeinschaftserlebnis überhaupt möglich machen, ja, was natürlich Theater zum Beispiel kann es auch, aber er spricht eben so die Jugendlichen so an, so ganz besonders, ja, und das ist auf jeden Fall die Stärke des Films und ich gebe Christian recht, auf jeden Fall ein Gemeinschaftserlebnis ist toll, deswegen ist es wichtig, die Filme zusammen zu gucken und wir haben eben auch ganz viel Kooperationen auch mit einem Kino, mit dem Wolf-Kino zum Beispiel, ja, damit die Jugendlichen, dass wir auch Filme in einem Kino gucken. Wir wollen die Schulkinowochen jetzt im Movimento angucken, das ist bei uns um die Ecke, und auf jeden Fall im Cocon angucken mit unseren Jugendlichen. Wir gehen auch ins Arsenal und dann natürlich zur Berlinale immer, das Festival. Das ist irgendwie auch nochmal eine ganz wichtige Erfahrung auch für unsere Schüler. Und allein dieses schon gemeinsam hingehen, das gemeinsam schauen und dann das gemeinsam darüber vielleicht sprechen und dann auch was Eigenes zu produzieren, ist immer auf jeden Fall der beste Weg. Und das kann man jetzt mit anderen Medien nicht ganz so gut, ja. Also, und vor allen Dingen ja genau nicht mit YouTube und Instagram oder sowas erreichen. Ich kann mich meinen Vorrednern gerne anschließen und das unterstreichen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Prozess, den man auch jungen Menschen oder ein Erlebnis, das man jungen Menschen auch vermitteln sollte, dass es was anderes ist, einen Film in klein zu gucken, oder auf der großen Leinwand mit geilen Ton. Das muss man irgendwie erleben vor Ort und auch vermitteln können. Ich glaube, das ist ja genauso absurd, wenn man irgendwie in die Gemäldegalerie guckt und sich die großen Schinken anschaut. Das ist was anderes, wenn das Museum das Gleiche irgendwie auf Instagram postet und allen zur Verfügung stellt. Also es ist ein ganz anderes Erlebnis und auch irgendwie eine visuelle Schulung, die man damit macht. Und das ist irgendwie, wo wir uns auch anschließen. Und wir haben uns als Queer Film Festival Weiterstadt auch dagegen entschlossen, irgendwie eine Hybridveranstaltung zu machen.
sondern wir gehen in mehreren Kinos. Wir haben jetzt insgesamt 3 Spielstätten, zeigen 23 Filme an fast 60 also Veranstaltungen. Hat unseres kleines Team, stellt das vor große Herausforderungen. Aber wir wollen halt vielen Menschen so viel wie möglich in Kinoerlebnisse jetzt verschaffen, nach Corona oder noch während der Pandemie. Weil wir auch merken, genau dieser Community-Aspekt, der super wichtig ist, dass jetzt quasi so wieder sowas wie eine Art soziales Leben irgendwie an den Start gehört. Und da ist Kino ein ganz wichtiger Baustein, um ja die Leute wieder irgendwie zusammenzubringen auf Abstand. Ja, ein besseres Schlusswort kann man doch gar nicht finden. Vielen Dank, Philipp. Danke auch an Christian und Daniela für die sehr interessante und fruchtbare Diskussion, die ich jetzt schließen möchte. Vielen Dank auch an unser Publikum fürs Einschalten. Lukas muss leider gezwungenermaßen den Weg ins Digitale gehen. Natürlich zeigen wir auch einige Filme vor Ort. Und vielleicht sehen wir uns dort oder auf einem der kommenden Festivals. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.